Hey Leute, wir sind Hypesneakers. Bevor das Video losgeht, stellen wir euch kurz vor, wer wir überhaupt sind. Ich bin der Burak. Und ich bin der Sadi. Wir stellen euch die Guide des Sneaker-Releases und alles rund ums Reselling vor. Das heutige Video ist wieder ein Unboxing. Lange kam kein Unboxing. Wir haben heute wieder einen sehr gehypten Release für euch am Start. Das letzte Video habt ihr hoffentlich abgecheckt. Da haben wir euch unsere 15.000 Euro Sneaker Collection vorgestellt. Wenn ihr es auch noch nicht gesehen habt, ich werde diese unter diesem Video verlinken. Checkt das auf jeden Fall ab. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. So Leute, also heute haben wir hier, wie man sehen kann, beziehungsweise wie man am Karton erkennen kann, den Jordan 4 White Oreo da für euch. Ein sehr, sehr gehypter Schuh, der mehrmals jetzt mittlerweile verschoben worden ist. Also Release Date wurde so oft verschoben, ich glaube mittlerweile schon um 2 Monate circa. Ja. Also es wird ja so Mitte Februar bekannt gegeben, dass dieser Schuh rauskommen wird. Wahrscheinlich im März, aber kam er nicht. Lange Zeit hat man auch nichts mehr gehört und endlich kam der jetzt raus. Der Release war jetzt am Samstag gewesen. Wir haben den auch am Samstag bekommen. Ist ein Early Pair gewesen. Wir haben den angekauft von einem Typen, der den Schuh bei der Sneakers App als Early Access bekommen hat. Der hat den auch tatsächlich am Samstag noch bekommen. Den haben wir dann direkt geholt, damit wir hier dieses Video für euch so schnell wie möglich raushauen können. So Leute, wir fangen dann auch direkt jetzt hier an mit dem Präsentieren des Sneakers. Also, zur Box kann man auf jeden Fall sagen, Boxdeckel ist in weiß gehalten mit dem roten Jumpman Flight Logo drauf. Ansonsten haben wir hier ganz normal dieses Zementprint, was wir bei mehreren Jordan 4er Kartons jetzt mittlerweile auch wirklich mal sehen oder beziehungsweise was auch Standard ist. Ansonsten haben wir Size Tag, ist eine 11,5 im US 11,5. Ach, eine 45,5 meine ich. Wie man ansonsten sehen kann, hier nochmal dieses Air Jordan Logo, also das Wingsman Logo. Auf der anderen Seite auch, machen wir jetzt auch mal den Deckel auf. Ja Leute, hier haben wir den Sneaker auch ausgepackt. Am Ende oder zwischendurch, wir werden schauen, werden wir auf jeden Fall einen On-Foot reinschneiden und euch mal zeigen, wie das Ganze auch aussieht, wenn man diese anzieht. Ja, deswegen bleibt auf jeden Fall dabei. An sich ist der Sneaker sehr clean. Wie das Sally schon gesagt hat, auch ein sehr gehypter Release und wurde auch sehr oft verschoben. Es gibt halt nicht allzu viele Jordan 4er, die in so einem Farbton sind. Deswegen ist das auch der Grund, warum oder weshalb das so beliebt ist. So Leute, also wie gesagt, der Schuh ist in dem Colorway sehr, sehr beliebt, weil der ähnelt halt auch sehr stark den Jordan 4 White Cement, was ja auch ein ikonischer und klassischer Jordan 4er ist. Nur, dass der halt in diesem Bereich hier, wo hier weiß ist, normalerweise schwarz ist und der Rest ist eigentlich fast gleich. Also vielleicht sind da so kleine Details, die halt noch unterschiedlich sind. Ansonsten ähnelt der all in all noch den Jordan 4 White Cement sehr, sehr stark. Und dafür ist das eine coole Alternative, weil auch zumal die Preise jetzt noch nicht so hoch sind und man den wirklich noch ankaufen kann für Personal, so wie wir das auch gemacht haben. Ich werde den nämlich safe für Personal tragen. Auf jeden Fall eine richtig, richtig cleane Farbe. Ihr habt hier wirklich weiß und an der Sohle habt ihr den Zementprint. Ist auch wirklich sehr leicht zu kombinieren. Finde ich auf jeden Fall ein mega, mega gelungener Sneaker. Dann gehen wir jetzt auch direkt drüber, analysieren die Materialien an dem Schuh. Also, was man sagen kann, der Schuh ist komplett in Leder gehalten worden. Also wirklich, oben ist wirklich nur alles mit Leder. Sohle ist halt wie gewohnt bei fast jedem Schuh, ich denke mal, aus so einem Gummimaterial. Wie der Burak auch schon gesagt hat, ein Zementprint verzerrt. Ja, an der Zunge, wir werden euch die Fotos auch einblenden, kein Problem. Die Zunge ist in einem Grauton gehalten, mit einem wirklich sehr, sehr, sehr weichen Material. Das ist ja auch immer unterschiedlich bei den Jordan 4er, die Zunge nennt. Das ist nicht immer gleich. Hier wurden auch wirklich verschiedene Lederarten verwendet. Das kann man auch hier erkennen. Hier hinten haben wir wirklich ein anderes Leder wie jetzt hier. Aber wie gesagt, wir werden euch das alles einblenden. Kein Problem. Dann könnt ihr euch auch ein Bild machen. Ansonsten haben wir hier diese klassischen Jordan 4er Akzente, Module hier in dem Zement-Print-Colorway, also so wie die auch an der Sohle schon zu sehen ist. Also wie gesagt, der Schuh wird halt wirklich sehr schlicht gehalten. Hier wurden insgesamt 3 verschiedene Farben verwendet. Einmal dieses Weiß, dieses Eisweiß oder so, sage ich das mal jetzt. Danach haben wir ein knalliges Rot, aber nur vorne an der Zunge ist der Jumpman halt rot. Hinten haben wir das dann in Grau. Und ansonsten, wie man hier halt sieht, die Grauakzente mit dem Weiß und dem Rot vermischen sich wirklich sehr, sehr clean. Also die sind im Allgemeinen echt sehr clean einfach. Zu dem Schuh kann man nicht wirklich viel was sagen, der ist wirklich sehr clean. Ich muss noch anhängen, Qualität ist wirklich 1A. Wir haben in den älteren Videos festgestellt und auch gesagt, dass nicht immer die Qualität
wirklich so gut ist. Vor allem bei Dunks merkt man schon öfter, dass die Qualität schon geringer ist, jetzt im Gegensatz zu Jordan 1er, 4er. Aber bei den Jordan 4er wirklich haben wir sogar, muss ich persönlich sagen, finde ich, dass die Jordan 4er sogar eine bessere Qualität haben als die Jordan 1er. Habe ich wirklich so für mich feststellen können. Aber nichtsdestotrotz ein super Schuh. Gönnt euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der ist echt mega clean, kann ich jetzt nur nochmal wiederholen. Auf jeden Fall, wie gesagt, innen drin haben wir halt so ein richtig weiches Material. Das ist so, wie soll ich sagen, so ein Velour-Stoff-Material, auf jeden Fall sehr, sehr clean, beziehungsweise auch sehr komfortabel. Ich habe den Schuh einmal anprobiert bis jetzt, aber ihr werdet den auch gleich on-foot auch nochmal sehen, wie das aussieht. Das werden wir euch alles einblenden. Dann gehen wir mal auch direkt rüber zu dem Marktwert und den aktuellen Resale-Preisen. Die letzten Wochen kamen jetzt einige Jordan 4er raus, darunter die Jordan 4er Union LA, der Top Haze oder der UNC. Alle sind wirklich sehr gute Drops gewesen und sehr beliebte Sneaker. Kennt man oder sieht man jetzt auch nach ein paar Wochen schon bei den Top Haze, schon einige Monate, erkennt man diese auch an den Resale-Preisen. Deswegen wird das wahrscheinlich auch bei dem White Oreo so sein, denn die Preise sinken bei den Jordan 4er bzw. bei vielen nach dem Drop erstmal und dann nehmen die erstmal einen Lauf nach oben. Der Sally wird euch jetzt einiges noch über die Resale-Preise erzählen. Also bei dem Jordan 4 White Oreo liegen wir aktuell bei einem Resale-Preis von ca. 300 Euro, also das variiert natürlich stark nach den Sizes. Manche Sizes kriegt man für 280, manche für 250, manche halt für 300. Wie gesagt, das variiert halt wirklich sehr stark, aber man kann mit einem maximalen Preis von bis zu 300 Euro auf jeden Fall rechnen, vielleicht sogar noch mehr. Zu dem Retail-Preis von dem Schuh kann man sagen, der hat 189,99 gekostet im Retail. Da kam auch noch eine GS-Variante raus, die hat dann dementsprechend, ich glaube, 139,99 gekostet. Genau, aber das könnt ihr auch kurz googeln oder wir blenden euch das dann ein. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Schuh hat aktuell nicht so einen krassen Resale-Preis, aber unsere Prediction lautet, der wird auf jeden Fall steigen. Also für den Schuh sehe ich auf jeden Fall Zukunft, dass der sich easy auf die 400 bis 500 Euro einpendelt. Natürlich geht man da von einer Wartezeit von 6 bis 12 Monate aus, aber der wird sich wirklich easy in diesem Bereich einpendeln, weil der halt auch diesen White Cement ähnelt. Ja. Und auch ein sehr cleaner Colorway ist. Dadurch, dass jetzt auch immer mehr Leute die Schuhe anziehen, Instagram-Influencer, immer mehr Leute tragen Jordans, immer mehr Influencer geben Aufmerksamkeit. Dadurch wird nochmal so ein Hype erschaffen und dadurch steigen auch nochmal die Preise. Deswegen, wie der Sally schon gesagt hat, wir gehen von 6 bis 12 Monaten aus und so ein cleaner Schuh, so ein weiß mit einem großen Zementlook. Solche Sneaker kommen nicht alle Tage raus, deswegen sind wir uns schon sicher, dass der noch um einige Euros auf jeden Fall einen Weg nach oben nehmen wird. Auf jeden Fall. So Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt euch nochmal zu Vergleich den allbekannten Jordan 4 Fire Red genommen, den wir jetzt auch schon ab und zu mit anderen Jordan 4ern verglichen haben. Auf jeden Fall, ja, was kann man dazu sagen? Zu den Preis-Predictions, bei dem Schuh muss man sagen, der war nach Release wirklich nichts wert. Man hat gedacht, einfach ein Flop, weil man hat den für fast Retail oder kurz über Retail-Preise wieder ankaufen können. Und jetzt mittlerweile hat der so einen fetten Anstieg bekommen, also der liegt aktuell bei 300 Euro und sogar mehr. Also plus, das variiert natürlich wieder bei den Sizes. Je nach Size geht auch der Preis hoch oder runter. Genau, das wollten wir euch nur kurz einmal am Rande erwähnen, weil ja die Resale-Preise nach dem Release ja halt schon etwas, sagen ich mal, den Erwartungen nicht ganz so entsprechen. Wie das Sally gesagt hat, bei dem war das nicht anders, aber heute ist man schon da wirklich über 300 Euro, was man sich wahrscheinlich nach dem Release, kurz nach dem Release gar nicht vorstellen könnte bei dem. Deswegen Leute, wenn ihr welche gekauft habt und diese nicht anziehen wollt, ist unser Rat, behaltet diese und habt einfach die Preise im Auge, dann könnt ihr ja immer noch gucken. Die werden auf jeden Fall kein Minus machen. Ja, also wie gesagt, stocken und abwarten, weil da werdet ihr auf jeden Fall im Nachhinein noch profitieren. So Leute, wir wollen euch jetzt auch nicht noch länger aufhalten. Das war's auch wirklich zu dem Jordan 4 White Oreo. Sehr, sehr cleaner Schuh. Jetzt auch perfekt für den Sommer. Ansonsten kann man auf jeden Fall sagen, checkt uns auf Instagram ab, auf TikTok.
Da haben wir auch wirklich immer so Shorts bzw. Reels. Da präsentieren wir euch die Schuhe wirklich nochmal nach Aufnahmen. Da könnt ihr euch in Ruhe die Schuhe angucken. Wir machen wirklich zu jedem Schuh, den wir haben, geile Bilder. Die könnt ihr euch dann angucken. Da sind wirklich geile Sachen dabei. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Ansonsten gönnt euch auch auf YouTube unsere Shorts. Da laden wir auch wirklich regelmäßig Sachen hoch. Das war's auch schon von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einmal einen Daumen nach oben. Abonniert uns für mehr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Unklarheiten, kommentiert oder schreibt uns auch auf Instagram an. Wir antworten jeden. Bleibt gesund. Das war's von uns. Peace. Peace.